romantisch, dieser Sonnenuntergang. Sehen Sie selbst, die Sonne ist nicht mehr rund, sie weicht von ihrer Kugelgestalt ab. Schaut fast wie eine Ellipse aus. Auch als Ellipse finde ich die Sonne sehr romantisch. Ist nicht auch, Pater Scheiner? Ich habe dieses Phänomen schon länger beobachtet und kenne den Grund. Die Sonnenstrahlen brechen sich in der Atmosphäre und uns erscheint es, als ob die Sonne ihre Form verändert. Doch es erscheint uns nur so. In Wirklichkeit ist die Sonne kugelrund. Ich habe das Phänomen und seine Erklärung in meinem neuesten Buch niedergelegt. Sol Ellipticus, Augsburg, 1615. Das ist in Augsburg veröffentlicht worden. Ich habe das Buch auch an Galilei geschickt und ihn um seine Meinung gebeten. Der wird Ihnen nicht antworten. Aber machen Sie sich nichts draus. Er mag Sie nicht. Meinen Sie wirklich? Na jedenfalls, Erzherzog Maximilian, der Bruder von Kaiser Rudolf, interessiert sich für meine Forschungen. Der Erzherzog will Sie also bei sich haben? Ja, schon 1614 hat er mich zwischenzeitlich ein halbes Jahr nach Innsbruck geholt, damit ich ihn in astronomischen und mathematischen Fragen beraten kann. Im Übrigen nennt man mich dort den Glasgucker, weil ich so oft mit meinem Fernrohr ins Firmament schaue. Maximilian schätzt Sie sicherlich wegen Ihres geraden, offenen und bedächtigen Wesens. Ich habe jetzt mehr als ein halbes Jahrzehnt in Ingolstadt gewirkt und erachte es als große Ehre, dass mich der Erzherzog zu seinem Berater wünscht. Vielleicht kann ich dort mit der finanziellen Unterstützung des Kaisers eine Kirche für meinen Orden bauen. Ach, Pater Scheiner, so etwas sollten Sie sich gut überlegen. So ein Neubau verursacht sehr viel Ärger. Lass es bitte. Du kannst die Geschichte nicht umschreiben. Schade. Signor Galilei, kennen Sie schon das neue Buch von Pater Scheiner? Sol Ellipticus. Hat er mir zugeschickt. Völlig uninteressant. Die römische Zensur sah das aber anders. Sie wollte unbedingt ein Exemplar des Werkes. Mag sein, aber ich verstehe es nicht. Meine viel kühneren Schlüsse, die ich aus meinen Beobachtungen des Himmels ziehe, haben Kardinal Barberini veranlasst, mich in der Öffentlichkeit zu rühmen. Und die Inquisition? Ist sie nicht hinter Ihnen her? Im Gegenteil. Bei meinen Aufenthalten in Rom bin ich der strahlende Mittelpunkt bei zahlreichen Disputationen in den Salons. Sie sollten lesen, was der Höfling Antonio Querenco 1616 an Alessandro d'Este über mich schrieb. Ich zitiere: Galilei zuzuhören, wenn er inmitten von 15 oder 20 Gegnern, die grausam auf ihn eindringen, seine Argumente vorträgt, ist die höchste Freude. Bevor er auf sie antwortet, verstärkt er deren Argumente mit scheinbar sehr kraftvollen Belegen, was seine Gegner noch lächerlicher dastehen lässt, wenn er schließlich ihre Position zertrümmert. Keine Sorge, Ihren Argumentationsstil wird man noch lange bewundern. Aber Sie werden es erleben, dass man die Lehre des Kopernikus auf den Index setzt. Und dann wird Ihr guter Querengo wieder an Alessandro d'Este schreiben. Und zwar folgendes: Die Dispute des Signore Galilei haben sich verflüchtigt wie alchemistische Dämpfe, seit das heilige Offizium erklärt hat, dass alle, die diese Meinung, nämlich die des Kopernikus, vertreten, gegen die unfehlbaren... Unmöglich! Ich habe die Unterstützung des Kardinals Barberini. Aber der ist noch nicht Papst und Sie werden vom Papst ermahnt werden.